Heute sprechen wir über das Thema Bestandsimmobilie kaufen oder, wie es draußen auch gerne im Sprachgebrauch genutzt wird, eine gebrauchte Immobilie kaufen, die meistgestellten Fragen, die dazugehörigen Antworten und Tipps, speziell zum Thema der Immobilie selber und zum Thema der Baufinanzierung, aber nicht nur aus der Theorie, sondern auch in der Praxis. Heute sprechen wir über das Thema Bestandsimmobilie. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Neubau. Also abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr zukünftig keine Tipps mehr verpassen wollt. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen. Und wir haben es geschafft. Wir haben die 10.000 Abonnentenmarke geknackt. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, weil ihr habt natürlich diesen Kanal zu dem gemacht, was er heute ist, mit euren Fragen, mit euren Anmerkungen, mit eurem Feedback. Und das könnt ihr natürlich auch unter diesem Video machen. Stellt gerne eure Fragen nachher unten in die Kommentare oder eure Erfahrungsberichte. Und für konstruktive Kritik bin ich natürlich auch immer offen. Es ist ein sehr ausführliches Video. Schaut mal auch unten in der Infobox. Da habe ich euch eine Inhaltsangabe gemacht. Da seht ihr, was in diesem Video alles dran kommt, und da könnt ihr euch vielleicht die entsprechenden Themen auch nachher nochmal rauspicken, wo ihr nochmal nachhören wollt oder nachschauen wollt. Und jetzt lasst uns einsteigen ins Thema. Punkt Nummer 1 habe ich mir aufgeschrieben, das Thema der Immobiliensuche. Gibt es noch irgendwo den Geheimtipp, wo findet man denn eine Immobilie? Aktuell sucht ja gefühlt jeder eine Immobilie, aber das Angebot ist nicht so groß. Und wenn ihr das Thema der Immobiliensuche bei Google mal eingebt, dann bekommt ihr ganz viele Checklisten, wo könnt ihr denn überall nach einer Immobilie suchen. Und ich könnte euch jetzt den 101. Tipp an die Hand geben, aber ich denke mal, ihr wisst schon, wo ihr überall suchen könnt. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann, wo finden denn unsere Kunden, die bei uns eine Immobilie finanzieren, wo finden die denn in der Regel die Immobilie? Und das sind nun mal die einschlägigen Portale und die bekannten Kontakte, die man so hat. Das heißt, die Online-Portale, die man kennt, der regionale Immobilienmakler vor Ort, Freunde, Bekannte, Verwandte, das ist der Großteil, wo Immobilien gefunden werden und dann Immobilien nachher auch verkauft werden. Wenn ich euch einen Geheimtipp an die Hand geben kann, dann ist es das Thema, dass ihr Geduld haben solltet, Ausdauer haben solltet und eine gewisse Objektivität. Ich habe Kunden, die finden nach 2 Monaten eine Immobilie, andere Kunden finden nach 6 Monaten, nach 1 Jahr, nach 2 Jahren finden die erst die passende Immobilie. Das ist normal und ihr seid nicht allein. Wichtig ist, euch eine gewisse Objektivität zu bewahren. Was heißt Objektivität? Beim Thema Immobilien, speziell im Eigennutz, wo wir ja auch hauptsächlich beraten, ist man sehr schnell emotional und hat vielleicht auch nicht so den 100%igen Blick auf die Dinge, oder man sucht schon so lange und dann hat man die passende Immobilie gefunden und dann bekommt die doch jemand anderes, oder die Immobilie, die passend ist, die wird auf einmal vom Preis so weit hochgeboten, dass es außerhalb des Finanzierungsbudgets läuft. Und deswegen an dieser Stelle, wenn es einen Geheimtipp gibt, dann sucht euch vielleicht einen dritten Außenstehenden, der das Ganze vielleicht ein wenig objektiver sieht. Wir sind unseren Kunden da auch immer eine wichtige Stütze. Und wenn wir über das Thema der Immobiliensuche sprechen, dann müssen wir auch über das Thema der Immobilienbewertung sprechen. Also, was ist denn ein angemessener Kaufpreis für eine Immobilie? Und da möchte ich euch mal 2 Praxisfälle, die gerade bei uns in Abwicklung sind, an die Hand geben. Praxisfall Nummer 1, Kaufpreis der Immobilie 535.000 Euro. Unser Bankbewertungstool sagt 404.000 Euro. Und diese Zahlen machen natürlich was mit dem Kunden, wenn die Kunden sehen, weil die Kunden schauen ja auf unseren Bildschirm während der Beratung. Also wir sehen uns einmal via Video, aber auch auf den Bildschirm sehen sie transparent alles. Und dann sehen die natürlich auch, wenn wir die Bewertung durchgehen, wie die Bank diese Immobilie einwertet. Aber dazu muss man wissen, die Bank bewertet natürlich die Immobilie so, was wäre, wenn die irgendwann mal beispielsweise wegen einer Zwangsversteigerung verkauft werden müsste. Wie viel bekommt die Bank für diese Immobilie auf jeden Fall? Und diesen Wert setzt die Bank natürlich an. Und da ist es in der Regel aktuell immer so,
so, dass die Preise höher sind, die draußen am Markt gehandelt werden, als das, was die Bank bewertet. Aber wenn wir eine Bewertung haben von 535 zu 404, dann ist dieses Gap natürlich sehr groß. Und das macht natürlich auch was mit den Kunden. Und da sollte man sich genau überlegen, ob es das Objekt auch tatsächlich ist oder ob man nicht davon Abstand nehmen sollte. Aber beim Thema eigengenutzte Immobilie ist es natürlich auch nochmal was anderes als bei vermieteten Objekten, weil die eigengenutzte Immobilie hat nun mal einen anderen Stellenwert. Und es kommt natürlich auch auf viele andere Faktoren an, warum man dann eine Immobilie kaufen möchte. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich, dass man nicht über seinem finanziellen Budget diese Immobilie nachher erwirbt und dann langfristig auch nicht glücklich wird. Dann habe ich noch ein Kundenbeispiel Nummer 2 und Kundenbeispiel Nummer 2, Kaufpreis 375.000 Euro, Bankbewertungstool sagt 361.000 Euro. Und die Kunden sind natürlich happy, dass sie zu einem so guten Preis die Immobilie erwerben. Und was sehen wir denn draußen in der Praxis, zu welchem Preis die Immobilien draußen verkauft werden? Zu einem eher überhöhten Wert oder zu einem angemessenen Wert? Und dieser Wert liegt bei ungefähr 7:3, 6:4, würde ich sagen. Es ist doch immer wieder mal so, dass auch Kunden zu einem ganz vernünftigen Preis eine Immobilie erstehen. Und dementsprechend kann ich das Bild draußen nicht zu 100% bestätigen, dass die Immobilien immer zu einem total überhöhten Preis verkauft werden. Und wenn wir jetzt beim Thema Immobilie waren, dann kommen wir jetzt zum Thema Lage. Und der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon mal gehört haben. Das Wichtigste bei einer Immobilie ist Lage, Lage, Lage. Und das kann ich an dieser Stelle nicht zu 100% bestätigen, weil es kommt noch auf viele weitere Dinge an, aber die Lage ist sicherlich wichtig. Aber nicht nur die Lage aus heutiger Sicht, das heißt Verkehrsanbindungen, Kindergarten, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, wie weit ist der Weg zur Arbeit, wie ist die Nachbarschaft, also das soziale Umfeld. Ja, das ist natürlich aus heutiger Sicht alles wichtig, aber ihr solltet auch darauf achten, was die Zukunft denn bringt und ist die Immobilie und auch die Lage für die Zukunft ausgerichtet. Also wie sieht eure weitere Lebensplanung aus? Darauf solltet ihr auch auf jeden Fall achten und natürlich, dass es die passende Immobilie ist, die zu euren Wünschen und Bedürfnissen passt. Aber ich gehe mal davon aus, darauf achtet ihr natürlich auch. Und an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, dass ihr natürlich auch auf die Finanzierbarkeit dieser Immobilie achten solltet, also dass ihr nicht über euer Budget finanziert, dass ihr vielleicht im Vorhinein auch schon euer Finanzierungsvolumen ermitteln lässt. Was könnt ihr euch überhaupt leisten, damit ihr bis zur Rente fertig seid? Das ist so unser Grundsatz immer. Wir sind da sehr konservativ, dass wir den Kunden sagen, ihr solltet schon bis zur Rente mit der Finanzierung durch sein, spätestens, idealerweise natürlich früher. Und dass ihr auch einen genügenden Haushaltsüberschuss habt, also dass ihr auch noch euch eine gewisse Lebensqualität leisten könnt und nicht an jeder Ecke und an jedem Ende sparen müsst. Das sagen wir aber auch in jedem Beratungsgespräch. Nächster wichtiger Punkt, und deswegen habe ich eben auch gesagt, dass die Lage nicht alleine das Wichtigste ist, ist der Zustand einer Bestandsimmobilie. Und da habe ich euch mal meine Big 8 aufgeschrieben, also die große 8, worauf ihr achten solltet. Punkt Nummer 1, das Thema Dach. Wie alt ist die Bestandsimmobilie und wie alt ist in diesem Zusammenhang auch das Dach? Das solltet ihr überprüfen lassen, vielleicht einfach von einem externen Dachdecker bzw. von einem Dachdecker und schauen, ist das Dach vielleicht schon gedämmt? Steht da in Zukunft vielleicht eine Dämmung an? Da kann man auch mit gewissen KfW-Fördermitteln was machen. Wie alt sind die Bäder? Der ein oder andere wird es jetzt kennen, was ich sage. So blaue Fliesen, rosa Fliesen, so khaki-grüne Kacheln. Ja, wer noch diese Farbe in den Bädern hat, da ist davon auszugehen, dass die Bäder aus den 70er, 80er Jahren sind. Und dementsprechend werden auch die Wasserleitungen in den Wänden genauso alt sein. Also achtet darauf, weil die Sanierung in diesem Bereich kann schnell mal in den fünfstelligen Bereich auch gehen. Dann der nächste wichtige Punkt ist das Thema der Raumaufteilung. Wo früher die Küchen klein waren und abgeschlossen waren im Erdgeschoss, ist es so, dass man heute schöne offene Küche haben möchte, die in den Raum reingeht. Und das sind natürlich auch Umbaumaßnahmen, die anstehen. Und da solltet ihr natürlich darauf achten, diese Kosten mit einzuplanen. Dann das Thema Fenster.
Wie alt sind die Fenster? Weil die Fenster sind die Wärmebrücke nach draußen und die erhöhen natürlich entsprechend eure Heizkosten. Auch darauf ist zu achten, diese Umrüstung kann auch einiges kosten. Da gibt es ja auch Fördermittel, da werde ich gleich noch was zu sagen. Und dann das Thema Elektro. Auf welchen Stand sind die Elektroleitungen? Da natürlich auch drauf achten, kann auch ein teures Thema werden. Wasserleitungen haben wir schon mal drüber gesprochen. Thema der Dämmung. Also Thema Dämmung ist ja grundsätzlich nicht nur die Fenster und das Dach, sondern auch die Fassade. Ja, wie durchlässig ist die Fassade? Auch da gibt es Förderungen. Und das Thema der Heizung selber. Auch wenn da eine alte Heizung noch drin ist, ja, so eine Heizungsumrüstung kann auch schnell mal in den fünfstelligen Bereich gehen. Speziell zum Thema Modernisierung habe ich aber auch mal ein Video gemacht vor einigen Wochen. Schaut euch das Video gerne an. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, was damit nämlich einhergeht, ist das Thema Modernisierungsstau. Also wenn ein Modernisierungsstau in der Vergangenheit gewesen ist, wollt ihr diesen Modernisierungsstau wahrscheinlich auch aufholen. Das sehe ich jedenfalls auch bei vielen Anfragen, die wir reinbekommen, dass die Bestandsimmobilie saniert werden soll bzw. modernisiert werden soll. Und da gibt es vier Dinge speziell bei der Finanzierung zu beachten. Punkt Nummer eins ist das Thema energetische Sanierung. Energetische Sanierung, da gibt es ja seit dem 1.1. bzw. 1.7. neue Förderprogramme von der KfW, unter anderem die Einzelmaßnahmen unterstützen. Das heißt zum Beispiel, wenn die Fenster ausgetauscht werden mit einer gewissen Dämmung, mit einer gewissen Isolierung, wenn die Fassade gedämmt werden soll, wenn das Dach gedämmt werden soll, wenn die Heizung ausgetauscht werden soll, dann kann das über gewisse Einzelmaßnahmen gefördert werden mit Zuschüssen oder auch mit zinsgünstigen Krediten. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, und das betrifft eher die Banken, und da sind drei Punkte wichtig. Es gibt einmal die Modernisierungen, die aus Sicht einer Bank gar keine Modernisierung sind. Und das sind die sogenannten Renovierungen. Wenn ihr die Wände machen wollt, wenn ihr den Boden machen wollt, Renovierungen werden die Banken in der Regel nicht mitfinanzieren. Dann sind wir beim Thema der werterhaltenden Modernisierungen. Die werden von den Banken angerechnet und können auch mitfinanziert werden, werden aber nicht immer zu 100%, sondern meistens nur zu 50% mit angerechnet. Und dann gibt es noch den Bereich der wertsteigernden Modernisierungen oder Sanierungen. Und die werden bei den meisten Banken zu 100% angerechnet. Und da muss man einfach schauen, da muss man meistens ein wenig mehr Eigenkapital mitbringen oder die Finanzierung wird im Allgemeinen, was jetzt die Zinsen angeht, ein wenig teurer, weil die Banken die Modernisierung nicht immer zu 100% anrechnen. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, bei uns war das überhaupt kein Problem. Unsere regionale Bank vor Ort hat das gemacht oder die und die Bank hat das gemacht und die haben auch die Renovierung mitfinanziert. Ja, das kann sein, dass in Einzelfällen sowas auch funktionieren kann, aber rein objektiv betrachtet ist es schon so, wie ich das jetzt eben aufgeführt habe. Und die Bankenauswahl wird in der Regel dann auch kleiner. Und das Ziel, was wir natürlich auch als Finanzierungsvermittler haben, ist es, eine möglichst große Bankenauswahl zu haben. Deswegen auch beim Thema Modernisierung solltet ihr darauf achten, dass ihr viel Eigenkapital mitbringt. Nächster wichtiger Punkt ist das Thema Unterlagen prüfen. Unterlagen prüfen ist einmal für die Bank wichtig, aber auch für euch persönlich wichtig, damit ihr auch nachvollziehen könnt, ist die Immobilie auch das, was vorher erzählt worden ist in dem Exposé. Und das seht ihr dann anhand der Unterlagen. Ihr bekommt einmal von der Bank eine Unterlagenliste. Und die Unterlagenliste ist schon mal von Bank zu Bank unterschiedlich, aber grundsätzlich wollen die schon die gleichen Unterlagen haben. Die eine Bank möchte ein wenig mehr haben, die eine Bank wieder ein bisschen weniger. Aber wenn ich jetzt mal das Thema Wohnflächenberechnung und Grundrisse annehme, dann will das in der Regel jede Bank haben. Und wenn diese Unterlagen zum Beispiel nicht vorhanden sind, dann müssen diese Unterlagen besorgt werden. Entweder kann man das im Bauaktenarchiv nachfragen, ob da vielleicht die Unterlagen noch gelagert sind, oder die müssen nachträglich neu erstellt werden. Und wenn die neu erstellt werden müssen, dann kommen natürlich weitere Kosten auf euch zu. Aber ohne diese Unterlagen bekommt ihr in der Regel keine Finanzierung. Und ihr solltet natürlich auch prüfen, was in den Unterlagen drinsteht. Stehen vielleicht irgendwelche Baulasten noch drin, die ihr vorher noch gar nicht kanntet? Steht die Immobilie unter Denkmalschutz oder teilweise unter Denkmalschutz? Dann habt ihr in der Regel höhere Sanierungsmaßnahmen bzw.
teurere Sanierungsmaßnahmen in Zukunft. Deswegen solltet ihr darauf achten. Auch das Thema Erbpacht ist ein großes Thema. Müsst ihr auch in der Regel viel Eigenkapital mitbringen. Kein einfaches Thema, macht nicht jede Bank das Thema Erbpacht, aber das sei alles nur mal kurz angerissen in diesem Video. Nächster wichtiger Punkt ist das Thema der laufenden Kosten und die solltet ihr euch im Vorhinein genau kalkulieren, weil bisher zahlt ihr wahrscheinlich eine Miete, da habt ihr eine Warmmiete, die ihr jeden Monat an den Vermieter überweist, gegebenenfalls noch zusätzlich Elektro- bzw. Strom und Telefon extra. In Zukunft habt ihr einmal die monatliche Rate, die ihr an die Bank abzuführen habt, aber nochmal die Nebenkosten, die das Haus natürlich mitbringt, die ihr vorher in der Warmmiete drin hattet. Und nicht nur die monatlichen Nebenkosten solltet ihr kalkulieren, sondern auch die Nebenkosten, die quartalsweise oder jährlich anfallen. Das macht nämlich der ein oder andere nicht. Und dann natürlich auch ein wichtiges Thema, das Thema der Instandhaltung in Zukunft, dass ihr da schaut, dass ihr da auch genügend Rücklagen für die Zukunft habt, falls irgendwelche Sachen an der Immobilie anstehen, die gemacht werden müssen, dass ihr da auch immer Rücklagen habt. Sprecht am besten zu den aktuell laufenden monatlichen Kosten oder jährlichen Kosten mit dem Eigentümer, dass der einfach mal euch einen Überblick gibt, was zahlt er aktuell im Monat und lasst euch auch, was die Instandhaltung der Vergangenheit, also die Modernisierung, die am Haus gemacht worden sind, der Vergangenheit, lasst euch dafür auch die Nachweise und die Belege geben, damit ihr das Ganze auch nachvollziehen könnt. Die ein oder andere Bank möchte das auch sehen. Nächster wichtiger Punkt, das Thema Küche. Kann die Küche mitfinanziert werden? Die Küche ist ja auch immer wieder ein großer Kostenpunkt, die das Eigenkapital schmälert, wenn man es aus dem Eigenkapital bezahlen muss. Grundsätzlich kann man sagen, dreht das Haus auf den Kopf, alles was rausfällt, kann nicht mitfinanziert werden, weil die Bank nur das beleihen kann, was im Grundbuch steht. In der Regel ist das dann der Grund und Boden und die Immobilie. Und die Küche kann in der Regel nicht beliehen werden und deswegen finanzieren die Banken das in der Regel auch nicht mit. Es gibt auch hier wieder Ausnahmefälle, wo eine regionale Bank vor Ort vielleicht sagt, okay, die Küche, die kann man mitfinanzieren. In der Regel Küche, Möbel etc. kann man nicht mitfinanzieren, sondern muss aus dem Eigenkapital bezahlt werden. Nächster Punkt, KfW, Fördermittel, Förderbanken. Schaut, was speziell in eurem Bundesland, was die Förderbank euch bietet. Schaut, was macht die jeweilige Stadt, was macht die Gemeinde. Vielleicht gibt die auch irgendwelche Zuschüsse beim Thema Eigenheim. Und schaut natürlich auch, was macht die KfW in eurem speziellen Bereich. Da gibt es für die energetischen Sanierungen, das hatte ich eben schon gesagt, gibt es spezielle Fördermittel. Da könnt ihr euch entsprechend im Vorhinein online informieren, aber natürlich auch bei der jeweiligen Bank und Finanzierungspartner, die unterstützen euch in der Regel dabei auch. Nächste und einer der meistgestellten Fragen, wie viel Eigenkapital solltet ihr mitbringen? Und grundsätzlich ist zu sagen, ihr solltet keine Känguru-Finanzierung machen. Was ist eine Känguru-Finanzierung? Nichts im Beutel, aber große Sprünge machen. Ihr solltet immer genügend Eigenkapital mitbringen. Wie viel? Mindestens die Nebenkosten. Nebenkosten, wenn ihr ein Haus kauft, habt ihr ja Kaufnebenkosten, Grunderwerbssteuer, Eintragung ins Grundbuch, Notargebühren, gegebenenfalls noch ein Makler. Und die variieren so zwischen 8% und 15%. Kommt darauf an, in welchem Bundesland ihr lebt, weil in den Bundesländern gibt es unterschiedliche Grunderwerbssteuersätze und natürlich, ob ihr mit oder ohne Makler kauft, das beeinflusst natürlich auch nochmal die Nebenkosten. Grundsätzlich kann man sagen, 10% solltet ihr mitbringen, damit ihr die Nebenkosten abdecken könnt. Und bei einer Immobilie, die 500.000 Euro kostet, sind das schnell schon mal 50.000 Euro. Damit die Bank euch eine sogenannte 100% Finanzierung gibt. Und das Thema 100% Finanzierung heißt dann, dass man auch eine angemessene Bankenauswahl hat. Und zusätzlich zu den Nebenkosten sollte man natürlich mehr Eigenkapital mitbringen, um auch eine angemessene, günstige Finanzierung zu bekommen, weil die Bank ja auch ein geringeres Risiko eingeht. Und da kann man sagen, wenn ihr da nochmal 10% bis 20% extra mitbringt, dann bekommt ihr schon einen sehr guten Finanzierungsauslauf bei der Bank und bekommt auch dementsprechend ein günstiges Angebot. Aber speziell, wenn wir schon beim Thema Eigenkapital sind, können wir auch über das Thema der Bonität im Allgemeinen sprechen. Ihr solltet natürlich schauen, dass ihr euer Finanzierungsvolumen vernünftig berechnen lasst, dass ihr auch bis zur Rente fertig seid, dass ihr einen genügenden Haushaltsüberschuss habt. Ich glaube, das habe ich auch schon zu Beginn des Videos gesagt, dass ihr euch einfach eine ausreichende Lebensqualität auch für die Zukunft leisten könnt und dass ihr nicht jeden Cent dreimal oder zweimal
umdrehen müsst. Hausbank oder Finanzierungsvermittler, wer ist der richtige Ansprechpartner? Das ist auch eine oft gestellte Frage und ich schaue natürlich durch die Brille eines Finanzierungsvermittlers. Und was ist überhaupt die Hausbank? Die Hausbank ist in der Regel eine regionale Bank vor Ort und ein Finanzierungsvermittler hat in der Regel Zugriff auf alle Banken deutschlandweit, auch in der Regel die Hausbank vor Ort. Aber soll das jetzt heißen, dass die Hausbank vor Ort schlecht ist? Nein, das soll das nicht heißen. Aber der Finanzierungsvermittler hat natürlich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Vergleichsmöglichkeiten und kann natürlich auch dementsprechend ein passendes Konzept für euch erstellen. Aber es kommt schon mal vor, dass ein Kunde vor Ort von der Hausbank auch ein gutes Angebot bekommt. Und dann sagen wir den Kunden das natürlich auch und sagen, hey, so transparent, wie wir hier auf YouTube sind, so transparent sind wir natürlich auch zu unseren Kunden und sagen denen auch, das Angebot ist gut, kommen wir nicht ran, also mach's da bei der Hausbank. Deswegen kann man pauschal gar nicht sagen, ist die Hausbank gut oder schlecht, ist nur der Finanzierungsvermittler gut oder schlecht. Es kommt immer drauf an. Wenn es nur eine Bank geben würde, die die besten Angebote machen würde, dann würden ja alle nur bei dieser Bank die Finanzierungen umsetzen, aber so ist es nicht. Es kommt immer sehr individuell auf das spezielle Konzept und auf den Kunden an. Und an dieser Stelle auch ganz wichtig, was ist denn das ideale Finanzierungskonzept? Wo bekommt ihr denn den besten Zins? Und da möchte ich euch ein Bild an die Hand geben, was wir auch unseren Kunden immer zeigen. Wir malen dann ein Haus auf und um dieses Haus malen wir einen Rahmen. Und wir müssen schauen, dass wir in diesen Rahmen die Finanzierung reinbekommen. Und es gibt schon mal so einige Wünsche und Bedürfnisse und vielleicht auch schon mal Herausforderungen, die sind außerhalb dieses Rahmens. Und wir müssen schauen, dass wir diese Herausforderungen, die Ziele und Wünsche in diesen Rahmen reinbekommen, um für euch dann das passende Finanzierungskonzept zu erstellen. Und wenn wir euch dabei unterstützen können, dann schaut jetzt mal hier. Hier findet ihr den Link zu unserer kostenlosen Beratung. Wir beraten deutschlandweit via Videoberatung, also genauso wie ihr es jetzt seht. Und wir teilen natürlich auch transparent unseren Bildschirm. Und hier kommt ihr jetzt zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.